Nö, geht immer noch nicht. Dann flieg mir einfach mal nach. Aber auch da kein. Ach, das wäre eine schöne Sache, da. Aber auch hier keine Punkte. Also das Spiel bringt einen da leider nicht auf Ideen. Ich meine, ja, befreie das westliche Grenzgebiet weiter. Damit alle herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers auf Pandora. Wir sind immer noch auf der Suche nach der nächsten Quest und haben keine Ahnung, wo die sein soll. Ich will Ja. einfach sagen, wir nehmen eine andere, oder? Ja, oder ich will. Was ist denn das Feld? Warum habe ich eigentlich so einen weißen Kreis um mich rum? Feldlabor des Widerstands. Digga, bin ich kaputt oder. Oh nein! Digga, ich bin tot. Ich bin Jetzt muss da. ich dich wiederbeleben, Ich. oder was? Nee, vergiss es. Ich muss auf. Ich bin genau da gelandet, wo dieses Vieh war, weißt du noch? Was er mit einem Schlag erledigt hat. Natürlich bin ich genau da gelandet, Alter. Ja, Aber ich komme. und der campt jetzt direkt bei mir, also vergiss es. Alter, ist das dumm. Ach da, Digi, das wie ich, ach du Schiete. Ja, der steht da Ja, jetzt ich halt die probier's. ganze Zeit. Ja, gut. Ja, vielleicht kannst du ihn erstmal weglocken und dann weiß halt nicht, was jetzt passiert, wenn ich aufgeben sag wieder. Naja, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo respawned. Ja, genau. Du siehst ja immer noch meinen Punkt, wo das ist, oder? Dauert noch kurz, sind nur 600 Meter. Aber dass der hier die ganze Zeit campt jetzt. Schön. Toll. Ist natürlich schön. Gut. Wo ist der Dude? Jetzt läuft er weg, aber. Ah ja, jetzt rennt er irgendwo. Ah ja. Jetzt hat er mich gewittert. Genau, jetzt rennt er irgendwie weg. Ja, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Cool. Wo ist er? Keine Ahnung, wenn er nicht da ist, umso besser. Das Problem ist der. Ah ne, jetzt Oh, kommt er. da ist er. Oh Gott. Au, er parkt wieder über mir. Was ist das denn? Ich glaube, der ist. Wenn du in dem Gebiet grundsätzlich bist, dann spawnt er instantly wieder und kommt sofort. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Weiß nicht, ich sehe ihn gerade nicht. Ja, der ist bei mir noch irgendwo. Der versteckt sich da hinter diesem riesigen Bambus-ähnlichen Ding. Steht er gerade. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja. Ja, aber das ist halt das Problem, der ist gleich auch wieder hier dann. Ja. Ja, der kommt sofort wieder, das ist ja Blödsinn. Aber jetzt ist er weitergelaufen. Er hat mich direkt gewone-shottet, Der hat dich auch gekriegt, Leute. Digga. Ja, mich auch gekillt. Müssen wir mich Okay, drauf. alles klar. Oh Mann. Jetzt hätte ich natürlich auch auf Schnellreise drücken können. Mal gucken, ob man da irgendwie beim. Egal, ich guck mal ganz kurz auf Ja, die. ich habe jetzt einfach den Respawn Ah gedrückt. ja, ich bin direkt da. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht hier einen Punkt sehen. Nö. Dann gehen wir mal auf die Karte und gucken mal, wo das Feldlabor. Das muss da hier irgendwo, also. Das ist der Heimatbaum. Das hier ist Hauptquartier des Widerstands, aber das ist nicht das Feldlabor. Wo ist denn das scheiß Feldlabor? Aktiviere das Feldlabor des Widerstands. Ich würde gern wissen, wo das Feldlabor ist. Das hier ist nur das Glockenzweig. Mist. Ich dachte, das wäre vielleicht das. Oder was haben wir hier? Nö. Auch nicht. Alles Scheiße, ja. Was ist denn das? Das ist auch Anfähigkeit. Hier haben wir was. Aber das sieht alles nicht so.
wirklich danach aus. Gut, dann gucken wir erstmal uns vielleicht nach einer Erkundungsquest um. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen von der Map aufdecken. Ja, ich bin jetzt bei Erkundung und dann gehen wir doch einfach mal rein. Jawohl. Und dann machen wir doch einfach die Luft reinigen, ja? Priya erzählte mir, dass die Maschinen der RDA Pandoras Atmosphäre verschmutzen. Verbessere die Luftqualität. Hier steht, diese Quest kann in einer Koop-Sitzung nicht fortgeführt werden. Was? Bei die Luft reinigen. Echt? Bei mir ist gar kein Ding. Ja, wenn nicht, mach die mal an und dann gucken wir, was passiert. Was mit der anderen? Hat eine neue Left? Nö, kann ich nicht. Die Luft reinigen habe ich jetzt erstmal. Warte mal, vielleicht muss ich die andere erstmal deaktivieren. Nö, geht immer noch nicht. Dann flieg mir einfach mal nach. Aber auch da kein... Ach, das ist eine schöne Sache da. Aber auch hier keine Punkte. Also das Spiel bringt einen da leider nicht auf Ideen. Ich meine, ja, befreie das westliche Grenzgebiet weiter. Hier ist aber wieder irgendein... Weiß weder, was das westliche Grenzgebiet ist, noch sonst irgendwas. Was habe ich denn da für einen Plan? Also hier, klar. Also da oben scheint aber irgendwas zu sein. Das hier sieht ja nach einer großen Anlage aus. Vielleicht markiere ich die einfach mal. Und dann fliegen wir da einfach hin. Komm, Fury, komm. Komm, putt. Egal, ist der jetzt nicht eiskalt da oben drauf gelandet, oder? Digga, kann der nicht hier hinkommen? Wo ist denn der? Der, bei mir ist er auf dem Baumstamm gelandet. Nee. Digga, ich weiß nicht, wo der ist bei mir. Hä? Da unten im Wasser steht der? Lol. Da ist er. Okay, cool. Digga, warum landet der da unten? Dann probieren wir es doch einfach mal. Du siehst ja meinen Punkt, oder? Nein, nicht nehmen, aufsteigen. Nicht irgendwas einsammeln. So, warte mal. Oh. Ah, da ist wieder so ein Lebensding. Ja, das suche ich auch gerade, weil ich habe hier irgendwie, genau, da ist es. Lande, absteigen. Ja, so. Gesundheit dauerhaft gesteigert. Wow. Erstmal wieder eine Granate geschmissert. So muss das sein. Aber bei mir explodieren die nie, die Granaten. Ja, immer wenn du Rauch, sagst, du hast eine Granate geschmissen. Das sind Rauchgranaten, glaube ich, einfach nur. Passiert da gar nichts. So, ich folge dir einfach mal unauffällig. Ja, ich fliege jetzt einfach mitten hier in die Wolken rein, weil ich da auf der Karte so eine riesige Basis gesehen habe. Und gucken wir mal, ob wir da was machen können. Ansonsten... Ja, weiß ich auch nicht, was wir da gerade noch machen können. Ja, da müssen wir dann irgendwie mal kolotzern. Da unten bist du. Oh, da sind aber Gegner. Da ist ein Kampf. Willst du da hin? Ja. Ah. Komm, kurz mal hier an sich abhaken. Ja, der eine ist erledigt und... Wo ist der? Ach, da. Ja, ist klar, dass ich ihn nicht treffe, oder was? Ja. Nicht mehr Sturmpatronen aufnehmbar. Okay. Ich hab gar nichts, aber okay. Gut. Kommen Sie zu mir, mein lieber Ikran. Da ist er ja. Aber mir war's das dann auch. Tigga, jetzt fliegt er irgendwo hin. Hier. So, und dann noch 1,5 Kilometer in diese Richtung hier. Wow, hier ist mal ein Nebel. Schauen wir mal, ob hier jetzt noch was kommt. Ich muss dich erstmal finden, da bist du lang. So, hier klart es wieder ein bisschen auf. Das kann ja nicht sein hier. Ich weiß nicht, was man machen muss, um was ist denn da oben? Das sieht ja interessant aus. So ein Landeplatz für
Wo ist das denn jetzt hier schon wieder mit dieser scheiß Lebenspflanze? Kam hier schon wieder so eine Markierung. Ja, ich auch. Kann ich gerade nicht sehen. So lang. Dann lassen wir es erstmal. Der Säbelflügel-Mottenpfad. Ah ja, oh, hier ist die Anlage. Okay, ja, die müssen wir... Ich glaube, ich habe die Pflanze gefunden. Ja, oh, die schießen mit Raketen! Oh mein Gott, bin... Ja, okay. Als ob ich es nicht nehmen kann. Ja, die A-Ausposten. Die steht nur für den Spielweltbesitzer verfügbar. Toll, als ob. Willst du dir das so hinkommen, oder? Ja, die ist Stufe 8, also die... Ist auch ein bisschen hart, glaube ich, gerade. Die Basis, ja, dann lassen wir die. Lassen wir erstmal. Wieso geht das denn nur? Das, was ist das schon wieder für Koop-Kram? Alles klar. Ich werde direkt von Luftabwehr attackiert. Ja, ja, deswegen, aber. Junge, wie weit die reicht, Alter. What the fuck? Mal direkt hier zum Wasserfall fliegen, weil... Oh. Ja gut, das war dann auch Wasser wieder ein... Gar nicht. Das war dann auch wieder ein kurzes Ende dieser Fahrt. Dann gehen wir doch nochmal rein und gucken, was wir noch machen können. Wir haben ja noch einen Clan-Beitrag, ist aber auch wieder... Das ist ja auch Quatsch. Ja, sonst gibt's ja nicht viel mehr, also... Bring die... So, ich bin jetzt mal gelandet erstmal. Okay, doch, das können wir noch machen. Und zwar Schatten verfolgen. Ganz normale Quests. Da können wir auch eine Schnellreise zum Hauptquartier machen. Da würde ich auch gleich mal eine Schnellreise zum Hauptquartier machen. Das ist ja ganz links. Warte mal, Schatten verfolgen und... Hauptquartier des Widerstands, Schnellreise. Ja. Genau, gehen wir mal hin. So. Hab ich hier machen, tut. Hast du hier machen. Sehr schön. So, dann können wir da die Dienstpläne erstmal abgeben. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Oder wie. Vielleicht sollte ich nichts sagen. Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Aber in letzter Zeit macht sie Alleingänge. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert, bis in den Krater. Und wenn sie zurückkommt, würdigt sie mich keines Blickes. Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Ha, nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach... Es ist nicht so wichtig. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja, Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht, solange sie in Ordnung ist. Schön. Ist sie, mein Guter, sie ist in Ordnung. Das mit dem Muten hört man übrigens, wollte ich dir nur noch sagen. Echt? Ja, ja, es rauscht dann, also es klackt dann immer so ein bisschen. Okay, das tut mir dann nicht leid. Jawohl. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier die... Ja, das hast du jetzt davon. Wo ist denn der Solek? Ist der hier? Hallo, bist du das? Nee, das ist Noah, fuck. Da hinten ist er ja, aber Pläne abgeben. Zusammen mit dem Widerstand. Hallo. Ich will dich nicht wissen, wenn du mehr RDA-Listen findest. Das hat sie nicht aufgehalten. Hast du etwas für mich? Vielleicht sind alle Spieler müssen in der Nähe sein. Ja, ich habe Noah angequatscht aus Versehen. Noch jede Menge Sachen, neue Technologien vielleicht. So, handeln. Priya meinte, du kannst vielleicht etwas mit dem RDA-Dienstplan anfangen. Die Notizen der Menschen, die Computer. Du verstehst was davon? Sicher. Suchst du nach Computerteilen? Daten, Namen, Orte, so wie das, was du gefunden hast. Ich habe Gerüchte gehört. Überlebende RDA-Soldaten aus der Schlacht der Halleluja-Berge, die meinen Clan zerstörten.
sind wieder an anderen Stellen auf Pandora stationiert. Finde sie und ich erledige dann den Rest. Ich besorge dir dafür alles, was du willst. Okay, so kommen jetzt automatisch wieder die Quests zu uns, die bis gerade gefehlt haben. So erklärt sich's doch. Zurecht? Abgeschlossen. So, jetzt haben wir schon mal wieder was abgehakt. Na, wenn man was einsammelt und es nicht abgibt, dann hat man da trotzdem noch eine offene Quest. Verstehe. Okay. Was haben wir hier? Da ist noch jemand, mit dem wir sprechen könnten. Da auch, aber das ist ja alles. Sie ist mit ihrem Rucksack losgezogen. Perfekt, dass ich gerade die Quest vorgelesen habe und festgestellt habe, ich bin gemutet. Fuck. Nice. Was haben wir denn jetzt wieder für Questerinos hier am Start? Ein Haus bauen. Ah ja, ein Zuhause bauen im Kinglor-Wald. Das verfolgen wir doch glatt mal. Jin Yong ist besorgt um seine Frau Daniela. Suche nach Daniela. Überwacht oft RDA-Einrichtungen im Weberkreis. Sie ging vom Hauptquartier nach Osten. Sie ist mit ihrem Rucksack losgezogen. Okay, gut. Dann raus. Na, hat ja. sich Wetter geändert? Dir was. Nö. Er soll dir was stricken. Da ist er echt gut drin. Hat jetzt schon lange nicht mehr geregnet, stelle ich gerade fest. So, dann erstmal ab Richtung Ostas. Trockene RDA-Dingsterbumster essen. So. Oh, ich habe einen Fisch und ein Fleisch, Digi. Dann nehme ich doch direkt mal den Fisch. Wo ist der jetzt schon wieder gelandet? Da, okay, dann steigen wir auf unseren Ikranerino und dann jetzt los nach Osterino, ne? Dann mache ich mir da direkt erstmal ein Fischomelett. So, jetzt haben wir ja auch wieder blaue Punkte, es ist ja wunderbar. Wow. Oh, fruchtige Meeresfrüchte. 100% Energie verstohlen 3 für 31 Minuten. Du erhältst plus 45% auf Schleichen. Oh. Okay. Das ich flieg einfach schon mal in die Richtung, sag ich dir, wie es ist. Ja, ist nicht ganz so weit. Ikranerino rufen. Ja, so um die Ecke hier, ist er direkt da, ich bin schon da. Da hat er geparkt, der Dude. Ist... Ja. Dani war hier. Allein. So, und dann folge ich Diona vielleicht. Ah ja, okay. Dann warte ich jetzt hier kurz, ist nämlich wieder ein Suchgebiet hier, dann machen wir das noch kurz. Wenig Gepäck. Ja, Digga, das ist ja einfach so viel leichter mit dem Ikran. Ne? Das ja, ist, geht mega. So viel schneller. Jetzt geht's auch langsam weiter hier. Ich freue mich. Oh, hier kann man. Nee, warte mal, haben wir schon. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das hatten wir untersucht. Sieht aus wie Danielas Rucksack. Reparationen fehlen, aber sonst ist alles da. Dann müssten wir hier drinnen mal. Alles Folge dem Geruch der Nation. Achso. Wir haben die Fährte aufgenommen. Du rennst auch schon der Spur nach, wa? Ja, ja. Bin schon richtig voll sprintet. Richtig. Digga, wie die Pflanzen hier schon wieder aussehen, ne? Ja, Digga, wenn die leuchten, das ist schon... Ist schon richtig, richtig gut, geil, Mann. Gemacht. Ja, ja. Gut, Mann. Das ist gut, Mann. Das klingt wie so ein... Weiß ich nicht, wie so richtig wie so ein Name. Also gut, Mann. Ja. Ja, er nimmt die ab. Ja, natürlich! Ja. Oh, aber es ist ja wie bei so Crew, der nimmt einfach die Schleichwege, der Wichser. Ja, klar, Digga. Weil er wird halt immer erster Rino, verschisse. Digga, wo führt uns das hier hin? Wie lange geht vor allem die Fährte? Ach, da ist sie ja. Okay, top. Hallo. Du bist da. Gut, dann komm her. Also gut, wie viel hat Jin dir erzählt? Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Er möchte eine Familie gründen. Eure Rückkehr gab Jin Hoffnung. Doch ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Bist du deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche uns zu beschützen, falls das möglich ist.
Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Wenn ich nur mehr tun könnte. Ich mach das schon. Okay, dann haben wir die Schnute am Tee verbrannt. Habe ich gesehen. Ich habe unterschätzt, dass der so heiß ist. So, okay. Ja, ist ja eigentlich eine gute Stelle für einen Cut, oder? Ganz genau, Freunde. Das war's auch leider wieder von dieser Folge. Die Zeit geht auch irgendwie maximal schnell um in dem Game. Unfassbar. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und da würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.